Das ist ein Wahrzeichen von Blomberg, ein historisches Stadttor. Und dieses Stadttor sollte man schon von Weitem sehen können, findet Blombergs Stadtrat. Weil aber so mancher Baum stört, hatte der Stadtrat eine tolle Idee und sie auch gleich umgesetzt. Hier wurden aus kosmetischen und aus Marketinggründen 50 Bäume gefällt. In einer spontanen Eingebung einiger Feierabendpolitiker und Kollegen. Und das hat für sehr, sehr viel Unmut in Blomberg gesorgt. Bis vor kurzem standen noch jede Menge Bäume im Fatih-Park. Doch die hat der Blomberger Stadtrat mal eben fällen lassen, damit der vorbeifahrende Tourist das Stadttor besser sehen kann. Ein Interview wollte der Bürgermeister nicht geben. Aber er schreibt: Zur Herstellung eines Sichtfensters auf einen Teil der Stadtsilhouette sollen die im Sichtbereich befindlichen sichtbehindernden Bäume des Fatih-Parks gefällt werden. Doch Blombergs Bürger haben da eine andere Sicht. Ich finde es dermaßen ein Kahlschlag. Alte Bäume, die noch gesund sind, abzuhacken. Es sieht scheußlich aus. Hätte heulen können. Wie nach dem Krieg sah das hier aus. Niemand wird deswegen hier anhalten und aufsteigen und sehen, oh, welch ein Stadttor. Dass der Kahlschlag doch nicht so eine gute Idee war, fürchten jetzt auch einige Stadträte. Ich habe dann noch mit einem Kollegen von der CDU-Fraktion beim Fußball drüber gesprochen. Der sagte dann, ja, konnte ja auch keiner ahnen, dass sie da gleich alles wegsägen. Nee, nur weil man dafür stimmt, dass alles weggesägt wird, kann man ja nicht ahnen, dass alles weggesägt wird. Der Kollege von der FDP dann im Verlauf der Sitzung später noch mal gefragt hat, ja, aber die alte Linde, das ist so eine 150 Jahre alte Linde, die da stand, die bleibt aber noch stehen, oder nicht? Da hat der Bürgermeister auch nur gesagt, ja, sie haben doch gerade abgestimmt, alles kommt weg. Ach, als Lokalpolitiker hat man es nicht leicht. Und weil jetzt so viele Bürger auf die Barrikaden gehen, hat die CDU einen Antrag gestellt. Sie will was für den Naturschutz tun und hier jetzt Bäume pflanzen. Totaler Blödsinn, wenn man erst die Bäume alle fällt und dann wieder welche pflanzen will. Und das damit zur Bemerkung, das war auch ganz lustig, dann wurde gesagt, ja, die Bäume kommen ja jetzt nicht genau an die Stelle, wo die alten standen. Kommen ja ein paar Meter weiter links oder rechts. Ja, kann man machen. Bleibt nur noch ein Problem. Die Leute im Rathaus mit dem Brett vorm Kopf.